Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video habe ich euch 10 Tools aus 10 Jahren NFC und RFID-Technik mitgebracht. Wir werden uns anschauen, mit welchen Tools ich die letzten 10 Jahre alles zu tun hatte. Vielleicht kennt ihr auch das ein oder andere Tool, habt es auch schon selber eingesetzt. Ich würde mich gerne auch freuen über eure Erfahrung, gerne dazu in die Kommentare schreiben. Ja, ich bin schon gespannt, wer den Platz 1 belegen wird. Ihr werdet sicher auch schon gespannt sein. Wir starten sofort, wie immer, gleich nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Ja, die letzten 10 Jahre im Bereich NFC und RFID hat sich wahnsinnig viel getan. Ich habe einige Tools im Einsatz gehabt, ich habe auch einige Tools selber entwickelt und wir schauen uns heute an, welche Tools es unter die Top 10 geschafft haben. Platz 10. RDM 6300. Ja, beim RDM 6300 handelt es sich eigentlich nur um so eine kleine Laserplatine mit einer 125 kHz Induktionsschleife. Also wir reden hier von RFID. Und das Standardmodell hier, das kann eigentlich nur 125 kHz Chips lesen. Mittlerweile gibt es auch eine kleine individuelle Firmware dafür, sodass man diese Platine auch zum Schreiben von Chips verwenden kann. Aber ich habe das Tool hier für meine allerersten Sicherheitsüberprüfungen von einem RFID-System benutzt und konnte damit die Seriennummern der genutzten Chips damit identifizieren. Platz 9. RFID-Emulator. Ja, auf Platz 9 haben wir hier einen kleinen RFID-Spoofer, komplett selbst entwickelt von mir, basiert auf einer 125 kHz-Spule, die ich selber gedreht habe mit einem Lackdraht. Ist dann angeschlossen an diesen Arduino Nano-Klon und das Ganze wird dann noch mit einem Transistor und mit einem Kondensator dann auf die Frequenz von 125 kHz gebracht. Mittels dem eigenen Code, den ich hier entwickelt habe, kann der Arduino Nano hier die UID von einem RFID-Chip über die Spule einem Lesegerät vortäuschen. Das war für meinen Versuch da sehr erfolgreich. Ich zeige euch auch hier kurz das Video, wo genau dieses Gerät dann eine Tür dank meinem Code auch öffnen konnte. Platz 8. RFID Pistolenkloner. Ja, auf dem 8. Platz haben wir hier diesen chinesischen Pistolenkloner. Das war dann schon zu einer Zeit, wo man dann auch die 125 kHz Chips mit relativ einfacher Technik, das ganze Teil hier kostet um die 20 bis 30 Dollar, je nach Funktionsumfang. Und mit dem kann man mit einem Druck den 125 kHz RFID Chip auslesen und mit dem zweiten Tastendruck dann auf einen beschreibbaren Chip zurückschreiben. Ja, relativ einfach in der Handhabung, aber auch vom Funktionsumfang noch sehr begrenzt. Platz 7. NFC Standalone Kloner. Ja, auf Platz 7 findet sich hier dieser RC522 Standalone Kloner. Er basiert auf der RC522 Platine, ein sehr bekanntes Modell, was gerne auch mit Arduino Starter Kits verkauft wird. Es ist eine Standardplatine im Bereich NFC und zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht wirkliche Hacking-Hardware gab,
habe ich mir basierend auf diesem RC522 Modul, einem Arduino und einem Display einen kompletten Standalone-Cloner gebaut. Das heißt, mit diesem Cloner konnte ich dann bei einer Sicherheitsüberprüfung dann von den Karten die UID komplett auslesen, also nicht nur die UID, die kompletten Blöcke, sofern sie mit einem der 20 hinterlegten Codes geschützt worden sind, konnte ich die komplette Karte auslesen, zurückschreiben und mit der dritten Funktion konnte ich die UID validieren, ob diese Klonkarte auch tatsächlich funktioniert hat beim Zurückschreiben. Großer Vorteil von dem Gerät, komplett unabhängig, standalone, war glaube ich das erste seiner Art. Es gab zu dem Zeitpunkt noch nichts Vergleichbares, auch nicht in dieser Preisklasse. Vom Aufwandspreis jetzt hier, glaube ich, sind wir von unter $10 für diesen komplett funktionsfähigen Standalone-Kloner. Platz 6. China Magic Karte. Ja, auf dem sechsten Platz haben wir hier diese einfache NFC-Karte, eine sogenannte China Magic Karte. Mit der China Magic Karte kann man NFC-Karten, die normal ja eine eindeutige UID tragen, verändern. Das heißt, diese haben eine Backdoor, mit der kann ich den kompletten Karteninhalt per Programmiergerät vorgeben. Und ich kann damit somit jede NFC-Karte nachahmen. Der Vorteil von den China Magic Karten ist, gerade wenn wir Emulatoren verwenden und wir haben sehr empfindliche Kartenlesegeräte, kann es sein, dass die elektronischen Emulationen nicht immer reibungslos funktionieren. Da bietet es sich immer noch an, mit dieser physischen Karte zu arbeiten, weil die wesentlich schneller und störungsfreier im Bereich von NFC-Tests reagieren. Platz 5. Chameleon Mini. Ja, der Chameleon Mini hier in Scheckkartengröße ist ein Multifunktions-NFC-Spoofer oder ein Multifunktionskarten-Emulator-Gerät. Wir haben hier 8 verschiedene Slots, auf denen 8 unterschiedliche NFC-Karten hinterlegt werden können, sodass ich hier auch bei Sicherheitstests 8 verschiedene Karten an der Hand habe. Dazu gibt es eine Companion-App für iOS und Android, mit dem kann ich dann auch noch spezielle Funktionen hinterlegen. Ich kann zum Beispiel hier auf Knopfdruck auch die UID von einer vorhandenen Karte innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde auf den Emulator rüber kopieren und kann so auch die Sicherheit von 8 verschiedenen Karten. Der Chameleon Mini unterstützt neben MiFi Classic auch NTEC und auch die Verschlüsselverfahren in den Grundzügen, sprich nur mit der UID. Verschlüsselung kann er nicht, aber man hat da schon mal ein recht gutes Tool an der Hand. Platz 4. Chameleon Tiny. Ja, der Chameleon Tiny ist der kleine Bruder vom gerade gezeigten Tool und zwar kann der nahezu genau das gleiche wie der Chameleon Mini. Er ist wesentlich handlicher, hat nur ungefähr ein Viertel der Größe von dem Mini und er kann genauso über eine Companion-App gesteuert werden. Den Chameleon Tiny hier gibt es mittlerweile auch in der Version Chameleon Ultra. Da hat er neben NFC auch noch RFID, also die Variante mit 125 kHz mit an Bord und bietet somit on top nochmal einen Mehrwert, was die Emulationstechnik mit 8 Slots anbelangt. Platz 3. RFID Tool V2. Ja, auf dem dritten Platz haben wir das RFID Tool hier. Ja, ich blende euch auch mal ein Bild ein von dem Tool, was es hier zu kaufen gibt. Ich habe basierend auf dem Tool eine eigene Platine weiterentwickelt, die wesentlich robuster ist, auch bei höheren Spannungen fehlerfrei arbeitet, weil das Tool, was ich euch hier unten gerade eingeblendet habe, das raucht schon bei höheren Spannungen ab, während das hier einen wesentlich robusteren Spannungswandler mit an Bord hat. Ich habe hier in der Software auch einige Weiterentwicklungen gemacht. Ja, meine Software-Weiterentwicklung wird mittlerweile auch bei Lab401 gelistet. Ich packe euch den Link zur Firmware auch nochmal hier mit unten rein.
Das Besondere an dem Tool ist nicht, dass es bei den Token aufsetzt, sondern in der Laserverkabelung. Das Tool greift über die Datenkommunikationsleitungen die Wigand-Verkabelung an, also der Wigand-Datenstrom. Es ist ein unverschlüsselter Datenstrom, der bei einfachen Lesern zwischen Lesegerät und Steuereinheit ausgetauscht wird. Man kann ja Replay-Angriffe durchführen und man kann den ganzen Traffic locken. Man kann somit auch die Kartennummern mitlesen und diese auch weiter für eigene Dubletten verwenden. Sehr mächtig das Ganze, sehr unorthodox, deswegen zu Recht auf Platz 3. Kleiner Nachtrag noch, ich habe das Tool nochmal verkleinert, weiterentwickelt. Das ist der letzte Entwicklungsstand. Es ist hier so 2 auf 1 cm groß, das Ganze, und lässt sich so auch super leicht in die Verkabelung einbringen, um Kartenlesegeräte da zu testen und entsprechend hier auf Sicherheitslücken aufmerksam zu machen. Ja, Flipper Zero hat es nicht ganz auf den ersten Platz geschafft, aber der Flipper Zero ist natürlich schon ein tolles Gerät. Das universelle Schweizer Taschenmesser, auch im Bereich der NFC- und RFID-Technik. Er unterstützt ja beide Verfahren. Man kann hier super leicht mit der Companion-App das Gerät steuern. Wir haben die Möglichkeit, auch hier einen ganzen Satz an Kartendaten auf dem Gerät zu speichern. Nicht nur 8, wie wir es bei den anderen Geräten schon gesehen haben. Nein, wir haben hier theoretisch so viel Platz, wie das Gerät auf der Speicherkarte hat, hier dabei. Ja, super handlich, super universell, auch mit dem Display weiß man immer, was sofort hier passiert auf dem Gerät, von dem her zu Recht auch auf Platz 2. Ja, bevor wir zum Platz 1 kommen, mein Aufruf an euch, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet ihr auch über neue Videos aus dem Bereich der IT-Security informiert. Ja, wenn es auch ihr schon das ein oder andere Tool im Einsatz gehabt hattet, ihr positive als auch vielleicht negative Erfahrungen damit gemacht habt, lasst es mich wissen. Schreibt gerne was dazu in die Kommentare. Ich antworte auch auf eure Kommentare und freue mich immer, wenn ich hier im fachlichen Austausch mit euch sein kann. Doch jetzt habt ihr lang genug gewartet und wir schauen, wer es auf dem Platz 1 geschafft hat. Platz 1. Proxmark 3. Ja, der Proxmark 3 hat es tatsächlich auf den ersten Platz geschafft. Doch warum? Ja, gegenüber dem Flipper, der es ja nur auf Platz 2 geschafft hat, ist es so, dass wir natürlich für NFC und RFID-Technik auf Spezialhardware setzen. Gerade wenn wir hier vertiefende Protokollanalysen ausführen müssen oder wir vielleicht sogar identifizieren müssen, um was für eine Chip-Technologie es sich handelt, kommen wir an dem Proxmark 3 nicht vorbei. Hier der Proxmark 3 mit dem Blue Shark Bluetooth Add-on, wir sehen es hier unten, macht das Gerät auch zu einem Standalone-Gerät. Ich kann es hier drahtlos batteriebetrieben auch mit dem PC verbinden, sodass es ähnlich flexibel zum Handeln ist wie der Flipper Zero. Neben seinem universellen Einsatzgebiet gibt es auch noch Zusatzantennen. Ich habe hier 2 mit dabei, einmal für den High Frequency und für den Low Frequency Bereich, also für NFC und RFID. Eine große Antenne, eine kleine Antenne, um hier diese Universalantenne, die hiermit schon an Bord ist, wir sehen es hier, er hat sowohl die 1356 als auch die 125 kHz Antenne hier on Board drauf, kann man auch nochmal die Sende- und Empfangsleistung wahnsinnig verbessern. Durch die Zusatzantennen, die wir hier einfach ganz einfach mit den Schraubverbindungen austauschen können, können wir die Reichweite auf bis zu 15 cm erweitern. Ja, im Fazit muss man sagen, Flipper Zero ist zwar das Schweizer Taschenmesser in der NFC- und RFID-Technik, doch der Proxmark 3 ist hier das richtige Werkzeug.
Ja, denn auch der Schreiner wird jetzt die Tischplatte nicht mit dem Schweizer Taschenmesser sägen, sondern wird dann doch die Kreissäge nehmen und genauso ist es hier. Ja, der Proxmark 3 ist hier zu Recht auf Platz Nummer 1. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit einschaltet. In diesem Sinne, macht's gut, euer Raik. Ciao.